Dunkle Wolken über Einsamkeit. Zwei Namen sind gefallen. Oder drei eigentlich. Der Aschefürst, Ulfra und Zingardis. Das sind unsere Widersacher. Jetzt müssen wir nach Einsamkeit und Zwana Bericht erstatten. Die Prinzessin der Ewigkeit. Keine Ahnung. Dieses scheiß Holz, dieses scheiß Stopfhetzen. Das sieht verdammt nochmal aus wie Blatt Papier. Ich dachte, ich könnte es anklicken und dann erscheint in der Mitte neues Buch entdeckt. Nein. Computer sagt nein. Ich hoffe, dieser Wegschrein ist da oben. Da unten und nicht da oben. Dass ich ihn anklicken kann und dann nach oben gehen kann. Scheint sogar der Fall zu sein. Cool. Irgend so ein Dwemer-Teil bumst gerade irgendwas hier. Hat sich gerade irgendwie so angehört. Hey! Hey Google! Das letzte war nicht für dich bestimmt. Ja, ich weiß das doch, dass ich das gesagt habe. Mann, ich weiß, wie man das bedient. Ich wollte das nur löschen. So. Ist mal voll meinen Assistenten ausgeschimpft. Bin hier mitten beim MP, da will ich nicht, dass der zwischenquasselt. Gut, ich höre sowieso nichts, aber hier vielleicht. So. Bin ich bald da. Also die Ressourcenpreise werden in der nächsten Zeit sehr weit sinken. So wie es ausschaut. Ich krieg hier so viel Zeug in den Rachen geschoben. Es ist so viel, ich kann schon gar nicht mehr runterschlucken. Ja, weltliche Rune. Den Weltschmerz runterzuschlucken, wisst ihr, wie viel Arbeit das ist? Das macht mich einsam, da muss ich in Einsamkeit. Das ist eine Barriere. Nicht mehr. Das sieht aus wie eine Barriere. Wenn da irgendwie so ein Schutzschild davor war. Gerade eben war ich in der Alpha-Wand gefangen. Oh, das war cool. Ich bin ja irgendwo in einen Addon. Ich glaube, das war Dreadmore. Wo kam Dreadmore jetzt her? Irgendwo habe ich das mal gehört. Ich weiß nicht, welches Spiel das war. Es war dieses Spiel und irgendein Addon. Ach, es war eine Mischung aus Trypmoor und Deadlands. Da kam Dreadmoor raus. So kam die Verbindung also her. Was soll ich jetzt sagen? Also, da war ich ja durch die Tür gegangen und bin unter der Erde gespawnt. War das erste Mal, dass ich in ESO unter der Erde war. Das war schön. Solche Level-Design-Fehler habe ich aber auch noch nie gehabt. Selten. Ganz, eigentlich gar nicht. Das war das Einzige. Das war cool. Ich finde das toll, Bugs im Fernsehen zu bekommen. Ich finde das toll, Bugs im Fernsehen aufzunehmen. Den Wehschrein des Tiefblicks entdeckt. Und von der Tiefblick geht es nach Einsamkeit. Einsamkeit habe ich noch gar nicht richtig erkundet, da oben, Greymoor und so. Ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass die Skyrim nicht komplettiert haben. Dass wir hier ein Kontinent haben hier. Zumindest das mittlere auch noch. Stattdessen ist mein Lieblingsteil von Skyrim gar nicht erschienen. Das ist das hier. Und dann kam das lächerliche Reich. Quasi im Anschluss da, ne? Das gehört ja zusammen geschichtlich. Aber hier fehlt einfach was.
Ich find's es macht mich traurig, Skyrim so zerstückelt zu sehen. Das will ich nochmal unterstreichen. Himmelsrand. Wir wollen ja schon richtig pronouncen, ne? Wo sind die Leute im Chat eigentlich? Ist gar nicht mehr da. Oh, da ist jemand gestorben. Oh, da wurde jemand mit der Schrotflinte abgeschossen. Aber wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich schon mal anfangen. Yeah! Zu gucken, ob hier irgendwas... Wo sind die Schmiede? Da oben waren sie. Mein Charakter hat immer noch die komische Laufanimation. Einsamkeit finde ich tatsächlich so von Schmiedeposition cool, weil hier nämlich alles relativ dicht beieinander ist. Bis auf die Bank. Die ist keine Ahnung wo. Aber es ist alles relativ dicht beieinander und ich finde das gut. Schmuck, tja, werden wir wohl nie weiter leveln können. Genau. Die haben wir mit Männerproblem weggeekelt, oh. Wenn das so schon ist, dann bin ich traurig. Gut. Aber wir sind in Einsamkeit und da darf man ruhig einsam sein. Ja, irgendwas. Irgendwie ein. Ich finde den Spruch ziemlich cool. In Andromeda. Und der hat mich als. Das läuft ja immer noch. Als Introvertierten eigentlich relativ gut gestärkt. Da sind die, glaube ich, in so eine Isolationshort gekommen. In so eine Art Dorf, das sich komplett von der Außenwelt abschneidet. Und da gibt es immer so Sprüche drin. Da gibt es so Sprüche wie, keine Ahnung, traut keinem Außenseiter oder Isolation ist Stärke und so. Richtig geil. Ich hoffe, ich komme stoß noch irgendwann, wenn ich die Serie schaue, dann werde ich, werd ich mich daran erinnern, dass ich das gesehen habe. So, durch das Winterruhe. Das Winterruhe des Genitivs ist des Dativs tot. Was habe ich nicht angeklickt? Irgendwie habe ich immer noch so viel. Der Lederer. Wo ist denn der? Da drin. Fünf Tage. Oh, 12 Stunden. Oh, knapp. Aber ich habe das richtig gut gelevelt. Ob wir jemals voll werden? Was meint ihr? Ob ich da irgendwann noch Nillen geschliffen kriege? Es sieht sehr knapp aus. Ah ja, das stimmt. Das wird das erste, was vollständig wird. Ich hoffe, ich kriege dann eine Errungenschaft in 5 Tagen. Bin mal gespannt. So. Gut. 87. Ich lebe. Du lebst. Wie ihr Gesten macht, ne? Ja, zum Verzauberer, da müsste ich eigentlich auch noch, wie ich mir das so ansehe. Der war doch auch hier, oder? Das ist der Motortisch. Hallo. Ich habe die D-Taste gedrückt, noch bevor du auf die Welt kamst. Bewegt die sich einfach gar nicht. Bleibt sie stehen. Drücke ich W. Dann gucke ich auf einmal nach links.
kein neues Buch entdeckt. Suchst du was? Kein neues Buch entdeckt. Kein neues Buch entdeckt. Was bist denn du denn für ein Questgeber? So, hier können wir extrahieren. Notwendig, aber so viel Glyphen im Inventar. Verzauber, da bin ich immer noch Level 37. Nach 7, 8 Jahren bin ich immer noch Level 37. Es ist bitter. 56, was habe ich alles Inventar, bitte? Müll? Ach, die ganzen. Das ganze Zeug hier. Oh, warte mal. Analytik. Verringert laufen, dann sind wir nur einen Tag verbleiben. Da! Und durchdrängen gleich! Jetzt ist das Ding voll. Cool. Das heißt, wir haben jetzt den ersten 100% durchanalysiert. Svenne! Ich komme hier, um dich an deinen toten, tote Mutter zu erinnern. Ich gehe mal kurz in die Küche, ne? Neues Buch entdeckt. Immer dieser Käse von Himmelsrand. Ich weiß nicht, der muss auch zum Himmel stinken. Hier oben war ich noch nie. Wer würde denn so eine gemütliche kleine Wohnung nicht wollen? Ach, was sowas. Eure Hände sind in meinen Taschen. Neues nicht willkommen. Buch entdeckt. Oh nein. Ich habe gar kein Spiegelbild. Meine ganzen Minions hinter mir. Minions, es fehlt noch einer. Ich muss mal meinen Sklaven Bastian rufen. Suchen wir uns ein Problem, das gelöst werden muss. Ja. Vorzugsweise eines, für das wir bezahlt werden. Wie reden wir über den Mord, den ich begangen habe? Kann ich euch bei etwas helfen? Ich lausche. Was habt ihr auf dem Herzen? Was denkt ihr? Ihr seid ja ganz umgänglich. Seid nur ehrlich mit mir und wir werden uns gut vertragen. Was kann ich für euch tun? Ich lausche. Was habt ihr auf dem Herzen? Gar nichts. Endlich! In einer Taverne zu warten, ohne etwas zu trinken, treibt einen in den Wahnsinn. Wie schaffen andere Leute das nur? Und Mauk hat auch nicht geholfen. Seine Lösung für jedes Problem sind große Mengen an Alkohol. Welche Neuigkeiten gibt es über den Hawker, der meine Mutter ermordet hat? Habt ihr ihn gefunden? Wir haben den Mörder der Königin aufgespürt und gekillt. Es wäre mir lieber, wenn man ihn hierher geschleift, vor Gericht gestellt und hingerichtet hätte. Doch wenigstens wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Konntet ihr feststellen, wer hinter dem Mord steckt? Ja. Eine Verbindung zu jener Bedrohung, vor der ihr meinen Vater warnen wolltet? Der Attentäter war ein Vampir. Ich bitte euch. Der für den Eiskapzirkel gearbeitet hat. Verdammt seien diese Rake-Hexen! Und verdammt sei mein Vater, weil er so starrköpfig ist! Doch was will der Zirkel? Will er meinen Vater ermorden? Was sonst könnt ihr mir über diese Bedrohung für unser Königreich sagen? Es ist... Oh, bitte, Svana, mach schnell.
Ich möchte hier raus. Es ist absolut eklig, Leute beim Rülpsen zu hören. Also zumindest hier dauernd, ne? Die rülpsen hier so eklig. Der Zirkel kann verheerende Stürme heraufbeschwören, die den Verstand von Menschen austilgen und sie in Ungeheuer verwandeln. Das ist schrecklich. Nee, das ist logisch. Da steckt mehr dahinter, als nur mein Volk in Unholde zu verwandeln. Nun, ich werde tun, was ich kann, um euch zu helfen. Mutter hätte das von mir gewollt. Was ihr getan und entdeckt habt, wird genug sein, um meinen Vater zu überzeugen. Das muss es sein. Oh Gott, ist das eklig. Ihr und Lyris habt euer Leben für mein Königreich aufs Spiel gesetzt. Und man ist euch dafür nur mit Misstrauen begegnet. Ihr habt darauf gezählt, dass meine Mutter meinen Vater in eurem Namen von der Bedrohung durch den Zirkel überzeugen würde. Nun ist sie fort. Ich bin zwar kein echter Ersatz, aber ich werde für euch sprechen. Wird der Großkönig euch zuhören? Mein Vater hat mir kein einziges Mal zugehört, seitdem ich sprechen kann. Doch da Mutter nun tot ist, muss ich ihn eben zur Vernunft bringen. Wisst ihr, sie hat versucht, mich zu unterweisen, aber ich habe ihr nie zugehört. Anscheinend bin ich mehr wie mein Vater, als ich gern zugeben möchte. Der Zirkel handelt nicht allein. Jemand, den man den Aschefürsten nennt, befehligt Vampire und Werwölfe. Das macht es nur noch dringender, dass er auf eure Warnung hört und endlich handelt. Alle Jarltümer sind in Gefahr. Harfinger, Hjalmarsch und Karthalt. Mein Vater muss etwas tun, bevor ein weiterer Sturm losbricht. Trefft mich am Blauen Palast, in Ordnung? Jo. Ich brauche nur einen Augenblick, um mir zu überlegen, wie ich an diese Sache herangehen soll. Welche Worte ich verwende. Meine höfischen Manieren sind ein bisschen eingerostet und ich war noch nie für Diplomatie und schicke Reden zu gebrauchen. Bei Schaus Knochen, ich könnte einen guten Schluck vertragen. Seid euch sicher, dass ihr ein Gespräch mit dem Großkönig gewachsen seid? Ich bin mir bei gar nichts mehr sicher. Wenn ich es aber nicht versuche, würde ich mir nie verzeihen, falls dem Königreich etwas Schreckliches widerfährt. Oh, Alter. Ich gehe gleich von Zwana weg und stellt euch, mein Charakter geht das so grad auf den Sack. In echt würde ich das nicht machen, aber jetzt im Spiel würde mein Charakter zu den NPC gehen und den einfach ins Gesicht schlagen. Ey, das ist so ekelerregend. In dem Maße zu rülpsen. Sorgt nur dafür, dass der Großkönig auch zuhört, dann kümmern wir uns um den Rest. Genau. Das wird ein Sunderspaziergang. Es ist ja nicht so, dass ihr im Auftrag seines meistverhassten Rivalen hier wärt oder so. Hört mal, ich werde mein Bestes geben, damit er zuhört. Ein Flammenwerf ausgepackt. Miterleben zu müssen, wie eure Mutter und vor euren Augen krepiert, muss schrecklich gewesen sein. Braucht ihr etwas Zeit für euch? Es fühlt sich an, als ob man mich in 1000 Teile zertrümmert und unter den Teppich gekehrt hätte. Doch ich habe gerade keine Zeit zum Trauern. Nicht, wenn das Königreich in Gefahr ist. Lasst uns nun mit meinem Vater sprechen, bevor ich es mir noch anders überlege. Bastian, versuchst du mich abzufackeln? Seid ihr euch sicher, dass ihr ein Gespräch mit dem Großkönig gewachsen seid? Ich bin mir bei gar nichts mehr sicher. Wenn ich es aber nicht versuche, würde ich mir nie verzeihen, falls dem Königreich etwas Schreckliches widerfährt. Eure Mutter wäre stolz auf euch, was immer auch geschehen mag. Es ist nett, dass ihr das sagt, doch ich bin mir nicht sicher, ob ich das glaube. Ich hoffe, sie sieht mir aus Sovngarde zu. Sie hasst es dort bestimmt. Hört mal. Das kann ich ausziehen. Ich werde mein Bestes geben, dass mein Vater euch zuhört. Darauf habt ihr mein Wort. Sehr gut. Ich hab sehr gut gesagt. Was passiert denn hier? Die Liturgie des heiligen Süßkringels. Wer schlicht denn da wen gerade? Nicht so schnell. Goldün Dalvani versucht gerade einen NPC zu killen. Umgekehrt, ein NPC versucht gerade einen Spieler zu killen. Was geht denn da ab, bitte? Das dürft ihr hier drin nicht tun. Wünscht mir Glück, Mann. Entschuldigen Sie. Vergesst. Wieso schlägt... Ich brauche auf einen Schluck Zunderpech-Whisky. Was passiert hier? Um euch euren Vater zu stellen. Beschämend. Das Fatale ist, ich glaube, diese Claudia da, die da steht, ist AFK und wird in Kürze sterben. Und wenn der oder die zurückkommt vom Bildschirm, wird die oder der tot sein und denken, hey, warum bin ich denn tot? Er hat's geschafft. Mühselig. Was? Achso, das war sogar ein Test von... Okay, dann habe ich nichts gesagt. Das andere wäre aber lustiger gewesen. Okay, ich möchte an dieser Stelle eine Unterbrechung machen. Wir
Wir unterbrechen dieses Let's Play durch irgendwas. Schaut euch doch das nächste Video an. Und es wird doch bestimmt geil. Drückt ein Like. Und dann könnt ihr auch gehen. Tschüss.